Ich glaube, dass die Digitalisierung in unserem Land unglaublich viel bewegt. Es passiert schon sehr, sehr vieles, aber wir wollen herausfinden als Grüne, was sind die Bedingungen, damit es mehr Gründungen im Land gibt, damit es mehr digitale Innovation bei uns in Nordrhein-Westfalen gibt, damit mehr junge Menschen digitale Start-ups gründen. Und dazu düst Matti zurzeit durchs ganze Land. 50 Termine in 2 Monaten stehen in seinem Tourkalender. Er besucht Startups, Hochschulen und Mittelständler, um sich mit ihnen über die Chancen und Herausforderungen auszutauschen. Wie hier bei Mattis erster Station, dem Ruhrhub in Essen. Hier geht es darum, die Wirtschaft mit der Startup-Szene zu vernetzen. Zudem bietet der Hub zahlreiche Arbeitsplätze zum Coworking an, um so die jungen Gründerinnen und Gründer zu unterstützen. Mit einigen von ihnen hat Matti intensiv diskutiert und vor allem zugehört. Ich habe mir auf den Zettel geschrieben, dass wir dringend darüber sprechen müssen, wie wir eine bessere Finanzierung für Startups hinkriegen. Wir brauchen nicht nur ideologische Ankündigungen, wir brauchen nicht nur Marketing, sondern wir brauchen tatsächlich konkrete Unterstützungsangebote. Ich habe mitgenommen, wir sind bei der Unterstützung für Startups in der Gründungsphase eigentlich ganz gut aufgestellt, mit den DWNRW-Hubs, aber auch mit vielen anderen Beratungsangeboten. Aber die Frage ist, was kommt dann danach? Was kommt, wenn das Unternehmen wächst, wenn es neu aufgestellt werden muss, wenn sich die Organisation weiterentwickeln muss, wenn ich qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter finden muss. Und das ist ein Thema, was ich auf jeden Fall von hier aus dem Ruhrhub mitnehme. Also ich habe vor mir ein eingerichtetes Wohnzimmer, wo ich jetzt gerade eine Couch für ungefähr 4 Personen händisch durchbewege und die gerade mal ein bisschen drehe. Und jetzt gucke ich mal, was ich hier noch so einbauen könnte. Zum Beispiel eine TV-Bank. Was alles mit Virtual Reality möglich ist, erfuhr Matti beim Startup Tribo Technologies in Mülheim. Hier werden unter anderem Apps entwickelt, wie zum Beispiel diese Testanwendung, mit der man virtuell sein Wohnzimmer einrichten kann. Jetzt habe ich gerade roten Teppich verlegt. Im Gespräch betonen nicht nur die Gründer hier in Mülheim, sondern auch junge Unternehmer, die Matti abseits der großen NRW-Metropolen getroffen hat, dass Standorte wie das Ruhrgebiet, das Sauer- oder Münsterland mehr gestärkt werden müssen. Eine von vielen wichtigen Anregungen, die sich Matti von seinem Austausch schon mitgenommen hat. Mir sind eigentlich 3 große Themen immer wieder begegnet. Das eine ist die Finanzierung, das zweite ist die Beratung und das dritte ist die Verwaltung. Überall müssen wir besser werden. Wir müssen zum Beispiel bei der Verwaltung endlich einen Kulturwandel schaffen, dass die Digitalisierung auch tatsächlich ankommt. Das müssen wir unterstützen, gemeinsam mit den Beschäftigten, aber eben sehr, sehr zügig. Weil Digitalisierung dürfen wir nicht verschlafen, das müssen wir vom Land aus auch unterstützen. Die Zeit der Modellprojekte in den Kommunen muss da endlich vorbei sein, es muss tatsächlich was passieren.